Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich würde sagen, wir suchen uns heute weiterhin das Abra. Wenn wir eins kriegen, ist es super. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Wie viele Pokebälle haben wir eigentlich noch? 30? Joa. Ich frage mich, ob ich ein Odysh will oder nicht. Ich glaube nicht. So. Rennen wir mal davon und wir holen uns ab. Ein Abra. Was spawnt das eigentlich? Wir sind Route 25. Es sagt, Route 25 ist nur Membership. Haha, dass ich nicht lache. Das ist Morning. Also ist es praktisch nur am Morgen da. Sehr interessant. Das heißt, ich könnte dann die nächsten paar Stunden respawnen. Ja, lustig, dass es hier sagt Membership. Ich habe hier mal gefangen. Ja, es wird hier spawnen. Oder die haben es jetzt geändert. Ja, ich denke nicht. Odysh. Was wir mal da drüben anschauen. Weil hier zeigt es wirklich als Member an. Also, dass du. Ah, das sind wir ja nicht. Muss ich echt mal gucken. Ach, die schaut so aus, Alter. Jinx, nee. Nee, nee, nee. Was ist das eigentlich? Also, Pidgeotto. Schauen wir mal hier hin. Jetzt hier auch ein Abra. Ja. Oh. Hier haben wir es nicht im Membership drin. Gut. Wollen wir da drauf gucken. Das ist Route 24. Route 24, der ist auch am Morgen da. Dann schauen wir hier. Dann schau mal hier, aber wie gesagt, ich habe das halt von einem anderen gekriegt. Und ja. Dann sollte man das vom anderen auch kriegen. Und nicht so, hey. Aber wer weiß. Wir brauchen zwei Abra. Jetzt muss ich gerade das Budget angreifen. Nein! Ernsthaft, Jinx finde ich eigentlich nur gut. Also, ich habe nicht viel mit Jinx gemacht. Ich finde Jinx nicht toll. Ich finde Jinx schaut einfach nur nicht toll aus. Aber, ja. Ich benutze es gern zum Abra-Fangen. Dafür ist es sehr gut. Und für was anderes werde ich wahrscheinlich nicht verwenden. Da haben wir ein Abra. Oh mein Gott, wir haben ein Abra, wir haben ein Abra, wir haben ein Abra. Das machen wir dann genau so. Dann machen wir das hier. Dann kann es nämlich nicht weglaufen, also wegteleportieren. Und ich kann hier einfach versuchen, jetzt das mal im Pokéball zu fangen. Okay, ich könnte auch angreifen. Also, weil ich zum anderen Pokémon switche, könnte es tot sein. Gut, ein Abra haben wir. Holen wir uns noch ein zweites. Ha! Venonat, das haben wir auch noch nicht. Venonat, süß! Geht das auch mit einem Pokéball? Du Kackteil, Alter. Okay, versuchen wir es mit Ponita. Und hoffen, dass wir es nicht töten. Und hoffen wir, dass wir noch Tackle haben auf Ponita. Gut, Tackle. So. Pokéball.
Yay, wir haben ein Velonet. Bilsprout. Das haben wir ja schon von einem Ding hier bekommen. Bilsprout ist uncool. Udisch. Ich finde Udisch echt cool irgendwie. Das schaut voll süß aus. Ich glaube, ich fange mir trotzdem noch eins. Vielleicht gibt es ja ein besseres. Und bleib drin. Schwarz-Trotz-Pokémon. Bonita, du bist dran. Hat jemand irgendwas shiny da unten? Bonita, tackle. Mach es nicht tot. Pokéball. Ah! Meine Stimme, es tut mir leid. So. Da es noch morgens ist, können wir es hier noch schon versuchen. Vielleicht kriegen wir hier noch eins. Aber nein, ich möchte nicht. Wir haben schon ein Venonat. Ein Venonat reicht. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Flug-Pokémon wäre. Es gibt so viele Pokémon, aber so nicht wirklich so eins, wo ich sage so, hey, das wäre jetzt cool. Und dasselbe gilt für Wasser-Pokémon, wobei Lapras wäre ein schönes Pokémon. Udisch! Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, was es für eine Chance ist, dass man ein Shiny-Pokémon kriegt. Das ist irgendwas von 1 zu... Oh, ein Weepinbell. Cool. Das wird viel Experience geben. Wir könnten ja mal Ponita holen. Oh, haben wir eigentlich die Pipel schon? Das haben wir auch noch gar nicht. Dann fangen wir das einfach mal. Ja, wie gesagt, das ist eine Chance von 1 zu... Ja, 8000 noch irgendwas. Ich glaube 8100. Keine Ahnung, schlag mich tot. Dass man ein Shiny-Pokémon kriegt. Also da hatte ich dann schon ziemlich Glück mit dem Shiny-Pokémon. Hallo, du scheiß Drecksding, Alter. Scheiß Weepinbell. Ich kann nicht so viel Geld hier verbraten. Ich finde das so lustig, wie man hier praktisch die Items auch da unten sieht. Die sind von einem anderen Spiel. Die sind von Yellow. Die habe ich hier noch gar nicht. Ach, haben wir jetzt das Weepinbell gekriegt? Schaut fast so aus. Was wir jetzt auch schon mal anfangen könnten, ist auf jeden Fall Geld zu sammeln. Ich werde mir hier nirgendwo einen Great Ball kaufen. Kann man hier vergessen. Ansonsten sehr viel Geld sparen. Und hoffen, dass die Poké-Dinger nicht. Also die Pokémon nicht so viele Pokébälle brauchen zu fangen. Weil wir brauchen ein Fahrrad. Ein Fahrrad, glaube ich, kostet 70.000, so irgendwie sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber irgendwie, das war halt nicht gerade günstig. Also von daher könnten wir ja mal Geld sammeln. Ich glaube 75.000 kostet ein Fahrrad. Das braucht man dann später, um wo durchzukommen. Ich bin jetzt so bei Yellow. So, hey, du brauchst ein Fahrrad. Wie viel Geld habe ich? 17.000. Ah ja, sind wir ein bisschen davon entfernt. Dafür habe ich noch ein paar Pokebälle. Ja. So. Jinx? Ich. Was denn? Schaut interessant aus. Süß. Pidgey. Ich brauche noch ein Abra. Gib mir doch ein Abra. Ich weiß, es ist rare. Ist mir egal, ich will eins. Gib mir, gib mir, gib mir.
gib mir. Was ist das denn jetzt wieder? Ein Traktor? Willst du mich jetzt verarschen? Yes. Genau so. Oh, dich! Nein! Ich finde das ja doof, dass man es ja nicht so sehen kann, so wie sich es weiterentwickeln kann, das Pokémon. Das finde ich minimal doof. Also könnte man so sagen, so hey, es entwickelt sich so und so weiter und da könnte man dann die Skills da vergleichen. Und anders geht das gar nicht. Venonat. Ich finde übrigens, das schaut richtig süß aus, wenn man so im Wasser dann ist und surft, wie das einer da dieses Red Gangrel Dingensen. Schaut irgendwie süß aus. Weil Udi. Das sind Togekiss. Das ist hässlich. Das ist die Weiterentwicklung von Togepi. Würde ich mal sagen, spontan. Sagt mir minimal ist der Name. Venonat. Gib mir ein Abro. Wir haben nur noch bis, keine Ahnung, wann wird's denn der Tag? Wiepchenbell. Ich würde aber nicht. Nicht, wenn ich das als Pokémon habe. Ich will hier nicht dauernd Pokémon switchen. Bellsprout. Ich möchte kein Bellsprout. Ich möchte ein Haarbrot. Venonat. Hey. Abra, du bist dran. Du musst jetzt herkommen, ich will dich jetzt fangen. Und wir haben ein Oddish. Ja, fast. So. Noch eine Oddish. Eins dachte ich, finde Oddish echt cool. Finde ich echt cool. Was ist Kindra? Ach, das ist das. Lol. Seepferdchen. Nein, Peachy, ich will kein Peachy. So, hier. Jetzt komm. Bellsprout, nein! Imago. Wo ist denn dann irgend so ein voll cooler, der wo dann so, hey, Pokémon Go heißt? Wenn ich da schon Go irgendwas lese. Wie Pimbel? Nein. Wie schaut ein Sandslash aus? Oh, das schaut in Rot irgendwie interessanter aus. Das schaut wie so ein Igel. Ich habe hier gebrannte Mandeln rumliegen, ja. Oddish! Das ist auch süß, das habe ich schon mal angeguckt. Und ja, mir ist gerade danach, gebrannte Mandeln zu essen. Bellsprout! Krabby aus. Krabby. Merkt ihr auch jemand gebrannte Mandeln? Wenn ja, schreibt's in die Kommentare.
Was denn? Achso, das ist immer noch das Mammut. PG. So. Oh, noch ein PG. Mann, jetzt musst du dich beeilen, Abra. Oder wir gehen dann einfach zum nächsten Gebiet, dann holen uns dann da ein Abra. Da gibt es ja auch noch ein Abra. Da gibt es dann auch ein Mauzi. Da können wir uns dann ein Mauzi holen. Venonat, nein. Was für ein Plum, da steht. Oh, das schaut auch interessant aus. Weil Venonat. Nee, immerhin haben wir schon mal einen Abra. Warte mal. Schau mal, Pichi, aus, das ist so grün. Das hat gerade irgendwie blau ausgeschaut. Zumindest für mich. Also, hä? Odish! Ich frage mich ja gerade, wenn man hier zum Beispiel Pokémon sieht, da ist da einmal dieses EV, ob man das auch rückgängig machen kann. Dass man praktisch sagt so, hey, man fängt von vorne wieder an mit dem EV und man resettet das und ja, das liegt nämlich daran, was man halt so kriegt, wie das dann wird. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh mein Gott. Da musste ich gerade an etwas denken. Letztens wollte mir mein Papa was zeigen, so bei YouTube. Ich hatte nebenbei immer geraucht. Mit jeder Zigarette wurde mir mehr schlecht. Und dann kurz bevor sich dann die vierte angezündet hatte, ich so, ja, ich muss dann mal gehen. Es war schon abends, und dann lag ich dann so im Bettchen, wollte eigentlich schlafen und mir war so schlecht. Wahnsinn. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich übergeben muss oder nicht. Ich war zu faul, einen Eimer zu holen. Und ich musste mich Gott sei Dank nicht übergeben, aber mir ging es echt gar nicht gut. Wahnsinn. Na komm, gib mir noch ein Abra, gib mir ein Abra, gib mir ein A, gib mir ein Bra. Hier hast du ein BH, hä? Abra! Abra! Ach Gott! Na komm, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Pidgey? Nein, ich bin kein Pidgey. Gestern waren die gebrannten Mandeln übrigens noch besser. Heute schmecken die irgendwie. Das wären die von gestern. Es sind auch nicht mehr so viele da. Venonat, nein. Gib mir noch ein Abra, ich will noch ein Abra. Es ist noch morgens. Hm.
Weißbrot. Nein! Abra! Chantal? Oder wie ist das Ding da gerade? Chantal Go. Ja, genau. Wie noch nicht? Nein! Abra! Ich bin immer so ein geduldiger Mensch. Ich fange auch anderen Leuten Abra, ja. Ich frage mich, wie man da im Chat was posten kann. Was gibt es denn hier überhaupt für Optionen für den Chat? Create, join, toll. Ein PG, ich wollte sagen, ein Abo, nein. Kein Abo, nein. Best Bro. Ich hab's gleich mit meinen gebrannten Mandeln. Fidji, nein! Dann habe ich noch was anderes zum Essen nach meinen gebrannten Mandeln. Mein Joke. Aber ich habe hier zumindest noch so einen Zuckerapfel, wie so jemand anderes meinte. So gut, wenn ich mit dem Ding da jetzt dahin klatsche und sag so, hey, ich mache hier mal Double Slap, ist es dann tot? Attack misses. Okay. Pokéball. Das haben wir noch nicht. Es blieb im Ball. Super. Bellsprout schaut schon selten dämlich aus. Meiner Meinung nach. Sonnenkern? Oh. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr morgen. Oh. Pokémon. Tu mir nicht weh. Tackel. Nein. Nein. Das war zu viel. Oh. Fertig. Später werde ich gleich wieder eine Zitrone essen. Wenn die Zitrone noch da ist. So wie es ausschaut, aktualisiert es hier mit den Pokébällen. Und sobald es irgendwie Tag ist, Nacht ist oder irgendwie sowas. Na komm, gib mir noch einen Abra. Gib den Bell. Nein, möchte ich nicht.
da ist noch ein Waldzonkern. Like a pro. Bleib im Ball. Nerviges Ding. Du bleibst im Ball. Soll ich mich jetzt hier verarschen? Alle guten Dinge sind drei. Nerv mich nicht. Bleib im Ball, ich brauche noch ein paar Pokebälle dann für mein Abra. Okay, wir könnten das hier nehmen und dann stunnen wir den Scheiß hier. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt dann mein Jinx wieder... Ja, schauen, dass es hier nicht mehr schläft. Stunspore. Paralyze failed. Nein, warum failed das denn? Ist das immer so? Ist einfach nur immun? Na, was ist denn jetzt hier? Das Budo fällt asleep. Ich wünsche, das andere wäre eingeschlafen. Wie nervig ist das denn? Was soll ich denn da jetzt nehmen? Okay, versuchen wir jetzt mit Pidgey. Unser Pidgey ist noch kleiner, da können wir mal hoffen, dass es das nicht tötet. So. Tackle! Ja, jetzt haben wir's. Super. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. So, jetzt gehen wir erstmal hier heilen. Damit hier alle meine Pokémon nicht mehr schlafen. Himbeermuffin. Klingt lecker. Das klingt lecker. Haben wir eigentlich Misty schon besiegt? Ich glaube, was wir haben, ist die schon besiegt. Muss ich gerne nochmal gucken. Es hat geleckt. Nein. Ups, so. Hier. Wir haben einen Oddish. Ist nicht so toll. Oh, das ist gut in Speed. Schaut trotzdem nicht gut aus. Also egal. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Gucken wir nochmal. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass wir das schon haben. Hallo. Ja. Nein. Ich möchte keinen Bubble Bee. Ich möchte ein Abra. So. So. Gehen wir wieder da entlang. Wir könnten ja mehr oder weniger jetzt gleich weitergehen. Oder wir könnten das noch weiter versuchen mit dem Abra. Wir können es auch einfach bei dem anderen Ding versuchen. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Route ist. Aber naja, so, wir nehmen jetzt erstmal Schaman da hier. So. Gehen wir mal hier entlang. Dann. Oh, bis hierher waren wir.
Slowpoke. Oh, ich hab hier Scratch. Ring Rage. Geh mir nicht auf den Keks. Ich. Super. So, wir gehen jetzt hier da. So. I'm not mad. Schön. So, wir beenden hier an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.